Also For Loop ist für den Programmierer das gleiche wie eine Pirouette für einen Tänzer. In der Informatik sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Das ist das, was mich so fasziniert. Wenn man die Grundbausteine mal hat, dann kann man mit Informatik Sachen machen, die wunderschön sind, die gerade so schön sind wie Oper oder sonst irgendwas. Also ich bin nicht direkt zur Informatik gekommen, obwohl Informatik immer ein Hobby war von mir. Ich habe dann aber an der ETH angefangen, Mathematik zu studieren. Immer nicht ganz so passt, das war etwas zu theoretisch. Ich bin dann ganz in eine andere Richtung gegangen. Ich habe Life Science studiert, an der ETH weiter. Ich habe dann gemerkt, dass das etwas zu praktisch ist. Und dann schlussendlich gemerkt, mal, ich muss irgendetwas machen, wo Mathematik drin vorkommt, wo aber angewandt ist. Und darum ist dann für mich ziemlich schnell klar geworden, mal Informatik ist der Bereich, der halt sehr vielseitig ist, wo das alles meine Bedürfnisse, die ich habe, die ich will machen, alles kann abdecken. Und gerade in dem Bereich, wo ich dann schlussendlich gelandet bin, in der Bioinformatik, ist natürlich Computer das Tool. Und wir probieren dort biologische Probleme zu lösen mit Hilfe von Computer. Und das ist halt für mich genau dort, wo ich annehmen wollte. Es ist um Optimierung gegangen. Und zwar mit einem Algorithmus, der inspiriert worden ist eigentlich von der Evolution. Also es ist Bio-Inspired Optimization. Und was man dort macht, ist, man probiert Individuen zu kreieren und dann wird selektioniert nach den Besten. Und immer die Besten werden weitergezogen, sodass man am Schluss in ein lokales oder globales Minimum hineinkommt. Und der Algorithmus, den wir gebraucht haben, mit dem haben wir Lennard-Jones-Optimierung gemacht. Das heisst, wir haben verschiedene Punkte genommen, die durch eine Kraft verbunden sind und probiert, diese Punkte im Raum so anzuordnen, dass es minimal ist. Wir kopieren die Natur, weil die Evolution hat es ziemlich weit gebracht, wenn man uns so anschaut. Und wir hoffen natürlich, mit dieser Mimik von der Evolution auch eben Optimierungssachen können zu lösen. Nach dem Bachelor war klar, dass ich eben die Richtung Bioinformatik gegangen bin. Hat es in Zürich gerade zu diesem Zeitpunkt noch nicht gegeben. Ich habe mich dann in London beworben am Imperial College. Hat dort einen Platz bekommen. Und gleichzeitig ist dann an der ETH der CBB Master entstanden. Und ich habe mich dann entschieden, in Zürich zu bleiben, weil es ganz einfach von den Vorlesungen her mehr dem entsprochen hat, was ich mir auch vorgestellt habe. Und ich war begeistert vom Master. Und, ich kann es nur weiterempfehlen. Für meine Masterarbeit durfte ich nach Berkeley gehen, mit Hilfe von einem Professor an der ETH. Und das muss man natürlich auch sagen, ist an der ETH super. Die ganzen Connections, die Professoren hier haben, ist unglaublich. Also in die ganze Welt. Mit dem renommierten Namen ETH ist natürlich auch, öffnet extrem viele Türen, auch im Ausland. Meine Masterarbeit hat sich um Zellmembranen dreht. Das ist die äußerste Schicht von der Zelle. Und was wir probiert haben zu machen, ist die am Computer zu simulieren. Und es klingt so einfach, aber es ist ganz, ganz, ganz schwierig. Wir haben es sogar müssen mit einer Modellmembran anfangen, weil es zu kompliziert ist. Und es ist wirklich eine Sache, die extrem wichtig ist natürlich. Ganz, ganz viele Sachen spielen sich an der Zellmembran ab. Sachen, die durch die Zellmembran durchgehen, die extrem wichtig sind. Und darum ist es gut und wichtig, ein Modell zu haben, das das alles reflektiert. Meine Zukunftswünsche, ich würde gerne in der Forschung bleiben. Es hat mir extrem Spass gemacht, aus verschiedenen Gründen. Einer der Hauptgründe ist halt, dass als Forscher man an einen Weg herangeht, der sonst noch niemand gesehen ist. Und das finde ich sehr, sehr herausfordernd. Ich würde gerne an der ETH bleiben. Zürich ist ein super Standort, die ETH hat einen super Namen und es gibt so viele gute Professoren auch hier. Aber da bin ich jetzt am Verhandeln und am Schauen.